this crusade is gonna take a while. Moin moin, herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg, Joggler 66, Stunde der Wahrheit, wie ihr ganz leicht ersehen könnt an diesem großen Bild hier. Bin ich es wieder mal, der sich heute am 3. September, Montagabend um 7:45 aus Belgien meldet, über Skype verbunden mit zwei Brüdern in Christus, dem Viktor, der das Buch übersetzt hat, hinter den Diktatoren, den Drahtziehern auf der Schliche von Leo Herbert Lehman, was wir heute weiterlesen wollen im 10. Kapitel, die zweite Lesung. Und Bruder Michael, ebenso aus Deutschland, ist uns auch zugeschaltet über Skype. Wunderbar, dass wir heute wieder zu dritt sind, nachdem wir gestern, ja, Viktor und ich, uns zu zweit, ich sag mal zwischen Anführungszeichen, ein wenig amüsiert hatten und es tatsächlich geschafft haben, die ganzen ersten vier Punkte durchzuarbeiten, noch nicht mal eine halbe Seite, glaube ich, fangen wir heute also im Grunde nochmal von vorne an. Und so hat Michael, der gestern noch nicht bei sein konnte, dann halt nichts verpasst. Aber erstmal möchte ich euch natürlich meine zwei Gäste vorstellen, und zwar Michael, der gestern nicht dabei war, als erstes, weil der war am längsten weg. Hallo Michael, herzlich willkommen zu unserer Sendung und ich hoffe, es geht dir gut soweit. Ja, vielen Dank und hallo liebe treuen Zuhörer, heute geht's dann mal wieder weiter und ich bin mal gespannt, wie viel dann heute jetzt auf den Tisch kommt sozusagen. Und ich bin vor allen Dingen immer dankbar über die ganzen Seiteninformationen oder wie man das ja immer nennen kann, Nebeninformationen von Viktor und von Jörg. Und jetzt gebe ich erstmal das Wort an Viktor. Moin moin und vielen Dank, dass ich auch mal wieder dabei sein darf. Mal wieder. Ja, ohne großes, langes Gestammel können wir ganz gerne auch dann weiter fortfahren mit der Lesung. Ja, ich möchte nur noch mal kurz auf Michael eingehen. Michael meint immer, dass es an seinem Gesabbel liegt, dass man nicht genug Seiten lesen kann. Das hat er mir schon oftmals bei dem Griesinger Buch gesagt. Ja, wenn ich dabei bin, dann können wir fast nichts lesen. Also Michael, du warst gestern nicht dabei und so wenig haben wir, glaube ich, noch nie zusammen in Deutsch gelesen. Also du siehst, es ist nicht deine Schuld, okay? Ja, wunderbar. Gut, dann fangen wir jetzt an. In dem Buch Hinter den Diktatoren, den Drahtziehern auf der Schliche. Über das Kapitel Nummer 10, Nationalsozialismus und katholische Aktion. Wie gesagt, für jeden, der Interesse daran hat, die Artikel, die wir gestern besprochen hatten, die Viktor noch extra zur Sprache gebracht hat, die sind hier in der Note mit drin und die könnt ihr euch dann auch mit runterladen, wenn ihr das PDF von archive.org runterladet, sobald das hier auf dem Internet erscheint. Bei der ersten Lesung mache ich immer das ganze Kapitel, veröffentliche das ganze Kapitel und wir sind ja schon beinahe durch. Wir haben ja nur noch dieses, das nächste und dann das letzte Kapitel bereits vor uns. Und es geht hier also um Nationalsozialismus und katholische Aktion bis zu Nationalsozialismus. Hier hatten wir gelesen. Ich mache es jetzt nochmal, aber ich werde mich jetzt probieren, von Kommentaren zu enthalten, weil das hatten wir gestern eigentlich zur Genüge bereits gemacht. Katholische Aktion, sagt der Autor, der Kreuzzug, also der Heilige Krieg für die katholische Reform der Jesuiten. Dieser hat folgende Merkmale, dieser Kreuzzug oder eben diese gesamte katholische Aktion. Erstens, seine Ausrichtung, wie sie in der Enzyklika Quadragesimo Anno des Antichristen Papst Pius XI. Festgelegt ist, ist ausdrücklich der Gesellschaft Jesu anvertraut. Quadragesimo Anno sehen wir hier im Bild. Zweitens, seine Ziele sind die Ausrottung des verhassten liberalen Geistes des 19. Jahrhunderts, die Bildung eines Weltkreuzzuges gegen Sozialismus und Kommunismus, der Erfolg der Gegenreformation. Die Mittel in Punkt 3, um diese Ziele zu erreichen, sind die Vernichtung der alten katholischen Parteien in der Politik, die mit der demokratischen Ideologie infiziert wurden, und die Säuberung des weltlichen Klerus, der Orden und der Laien, soweit sie sich nicht an den kirchenpolitisch-jesuitische Meinungen halten. Ein Punkt, auf den ich gestern gar nicht eingegangen bin, kann ich ja jetzt tun, ist dieser hier in Punkt 2, der Erfolg der Gegenreformation. Der Erfolg der Gegenreformation ist eben auch ein Ziel der katholischen Aktion und dieses Heiligen Krieges. Der Grund überhaupt der Aufrichtung des Jesuitenordens 1540 durch Antichrist Papst Paul III. Ist überhaupt eine Gegenreformation zu starten. Ja? 23 Jahre nachdem Martin Luther seine Thesen an die Kirchentür oder wo auch immer hingenagelt hat, wacht die römisch-katholische Kirche auf und bringt den militärischen Orden
der Jesuiten durch die Bulle mit Regimini Militantes Ecclesia in die Wirkung in der römisch-katholischen Kirche mit dem Ziel, die Gegenreformation zu sein und die Reformation auszulöschen, die Protestanten auszulöschen. Und in Punkt 4 fahren wir fort, das geeignetste politische Regime, um den Erfolg dieses Kreuzzuges für den katholischen Wiederaufbau zu sichern, ist die hierarchische, autoritäre Form des faschistischen Staats oder des Nationalsozialismus. Und da sind wir ja hier auf das hier eingegangen, wie es John Daniel in seinem Buch ausdrückt, das Programm der Gesellschaft Jesu. Die Kirche regiert die Welt, natürlich, wir sprechen hier von der römisch-katholischen Kirche. Der Papst regiert die Kirche, die Jesuiten regieren den Papst und das war und ist das Programm des Ordens der Gesellschaft Jesu. Kann man in Kapitel 6 von John Daniel seinem Buch nachlesen. Das Buch ist, soweit ich weiß, als PDF frei nicht verfügbar auf dem Internet. Das müsste man dann für ein paar Bucks, wie man im Englischen so schön sagt, für ein paar Euros sich wohl anschaffen. Der weltliche Klerus der katholischen Kirche, fährt der Autor fort, in Deutschland und anderen europäischen Ländern hat immer heimlich eine demokratische Tradition gepflegt und es lange Zeit für ihre Hauptaufgabe gehalten, in Frieden mit dem Protestantismus und den liberalen Institutionen der modernen Welt zu leben. Also mit anderen Worten, ich kann nicht ohne Kommentar, ja. Mit anderen Worten ist es so, dass die römisch-katholische Kirche durch diesen Stoß, den sie bekommen hat, mit der Reformation und ihre Macht, die sie verloren hat, alle möglichen Wege probiert, um diese Macht wieder zu erreichen. Heutzutage reden wir von der Wiederherstellung dieser Macht als die neue Weltordnung, die im Grunde ja nichts weiter ist, als die alte Weltordnung herstellt. Eben mit dem Punkt, was wir gerade eben gesprochen hatten, hier Punkt 2, der Erfolg der Gegenreformation, wie ihr euch erinnert, eben dafür zu sorgen, dass die Reformation und der Protestantismus der Vergangenheit angehören und aus der Welt getilgt werden. Und daraufhin hat die römisch-katholische Kirche eine Politik betrieben, die angefangen hat bereits gegen Ende des 16. Jahrhunderts mit dem Kardinal Bellarmine. Ja? Kardinal Bellarmine war ein Vertreter der, wie man das im Englischen so schön sagt, Liberation Theology. Ich werde euch da mal eben ein Bild von dem Bellarmine mit raussuchen. Den habe ich auch, glaube ich, früher schon mal gezeigt. Bellarmine, so müsste er das finden. Ja. Kardinal Bellarmine war natürlich auch ein ganz starker Vertreter des futuristischen Lehre der römisch-katholischen Kirche, ja, des futuristischen Antichristen, zusammen mit Francisco Ribera. Der lebte von 1537 bis 1591 und Bellarmine lebte von 1542 bis 1621, also ist knapp 80 Jahre geworden. Ein italienischer Jesuit, Kardinal und Professor der Theologie an dem rumänischen Kollegium, römischen Kollegium in Rom, das Collegium Romanum, wie wir das kennen, die Basisschule der Jesuiten in Rom selber. Und dieser, ja, zwischen Anführungszeichen Heilige, Robert Bellarmine war ein Vertreter der Liberation Theology, also der Freiheitstheologie. Und das in Zusammenarbeit natürlich mit dem Francisco Ribera, wo er eben auch die zukünftige Theorie eines, die Theorie eines zukünftigen Antichristen mit unterstützt hat. Und seine Befreiungstheologie hier von Bellarmine selber hat im Grunde überhaupt dafür gesorgt, dass die römisch-katholische Kirche sich engagiert hat in der Aufrichtung der Vereinigten Staaten von Amerika. Das wäre ohne die Politik des Bellarmine überhaupt nicht möglich gewesen. Der Bellarmine hat im Grunde die damals aus der Reformation herauskommenden neuen Regierungsformen des Volkes selber, wo das Volk sich selbst regiert, wie Demokratien, wie Republiken unterstützt, was ihm normalerweise ja vom römischen Papst eine Exkommunikation hätte einhandeln müssen, weil er handelt ja gegen offizielle römisch-katholische Doktrin. Jedoch, was hat man gemacht? Man hat ihn sogar zu einem Heiligen erklärt, ne? Saint Robert Bellarmine, und hat ihn auch, glaube ich, zu einem Doktor der katholischen Kirche ernannt. Eben weil er ganz bewusst eine Seite bespielt hat, die für die römisch-katholische Kirche bis dahin neu war. Die römisch-katholische Kirche hatte ja bis dato, bis zur Reformationsbeginn, keine Erfahrung damit, wie man regieren muss, wenn man gar keine Macht hat. Sie hatte von Anfang an die Macht, als damals der
Kaiser Konstantin in 321 das Christentum zur Staatsreligion im heidnischen Rom erklärt hat. Ab da hatte die römisch-katholische Kirche Macht und das kleine Horn, wie wir es aus Daniel kennen, begann zu wachsen und zu wachsen, bis es groß und größer wurde und bis es all die anderen Hörner, aus denen es herausgekommen ist, sogar überholt hat, größer wurde als diese. Ja? Und der Bellarmine hat mit seiner Befreiungstheologie, mit seiner Befreiungspolitik dafür gesorgt, dass eben die römisch-katholische Kirche auf einmal genau die Standpunkte eingenommen hat, die sie davor immer bekämpft hat. Eine Regierung durch das Volk, für das Volk, mit dem Volk, oder wie immer man das ins Deutsche übersetzen will. Ich kriege das im Englischen schon immer nicht hin. Government of the people, by the people, for the people. Jedenfalls, wenn man das ins Deutsche übersetzt, ihr wisst, was ich meine. Da, wo im Grunde, ich sage jetzt mal, der Pöbel der Ausschlaggebende ist, ja, wo nicht von oben nach unten regiert wird, sondern mehr oder weniger von unten nach oben, zumindest in der Theorie. Das hat Kardinal Bellarmine vertreten und dadurch natürlich auch Tür und Tor geöffnet und eben diese Regierungsform direkt zu infiltrieren. Wir dürfen ja nicht vergessen, er war ein Jesuit, wie man hier lesen kann, ein italienischer Jesuit. Und die Jesuiten tun natürlich an erster Stelle was? Infiltrieren. Ja? Also, erst eine Regierungsform aufrichten, diese infiltrieren und von hinter der Bühne aus leiten, um danach dafür zu sorgen, dass auch die Leitung dieser auf den ersten Blick erscheinenden anti-römisch-katholischen Kirche Politik zu dem Ziel führt, dass die Kirche am Ende der Gewinner ist. Nach dem jesuitischen Motto, der Zweck nicht heiligt. Wie sagen Sie das wieder? The end justifies the means. Der Zweck hilft mir doch mal. Rechtfertigt, danke, genau. Rechtfertigt die Mittel. Ja. Heiligt die Mittel ist ja ein anderer Spruch. Der ist ein bisschen abgeändert und dafür liest man den überall in unserer Welt, in der wir leben. Aber es geht ja darum, dass jedes Mittel recht ist, um das Ziel zu erreichen, wenn das Ziel am Ende dafür dient, die römisch-katholische Kirche in einem guten Bild da stehen zu lassen. Ich lasse das Bild hier nochmal eben stehen. Ja? So, und genau das lesen wir eben hier. Der weltliche Klerus der katholischen Kirche in Deutschland, ja, wir sprechen also jetzt hier dann von der Zeit des Dritten Reiches, und anderen europäischen Ländern hat immer heimlich eine demokratische Tradition gepflegt und es lange Zeit für ihre Aufgabe gehalten, in Frieden mit dem Protestantismus und liberalen Institutionen der Welt zu leben. Diese Politik des weltlichen Klerus der katholischen Kirche geht eben zurück auf diese Politik der Befreiungstheologie von Kardinal Bellarmine. Das ist im Grunde der Punkt, den ich hier machen wollte. Ich weiß nicht, ob meine beiden Begleiter da noch eine Bemerkung zu haben zu dem, was ich gerade eben gesagt habe, oder Fragen haben oder so, weil das ist natürlich auch offen für Fragen, wenn das Dinge sind, die ihr vielleicht auch noch nicht wisst. Ja, hätte ich, ja. Ja, dann schieß mal los. Und zwar bezüglich der Professur von dem Herrn Bellarmine. Ja. Da zu dem Zeitpunkt seines Wirkungsdunstes damals die Jesuiten ja noch relativ neu gewesen sind, stellt sich für mich jetzt die Frage, wer dessen Professur denn da angeregt hat. Denn im Prinzip ist es doch meines Verständnisses doch dann eher so, dass der Papst, als er diesen Orden ja in Kraft gesetzt, ordiniert hat, ja letzten Endes dann ja auch die Professoren da ernannt haben müsste, oder? Nein, der Papst... Über den General der Jesuiten, also irgendwo muss eben, der da... Der Papst, ja, hat keine Professoren ernannt, sondern es ist immer diese kommen immer aus den Jesuiten selbst heraus. Und die Jesuiten selber haben sich ja aufgerichtet, am Anfang waren sie 7 Leute, Ignatius Loyola und 6 seiner Kumpane, die damals in 1534 in Paris den Schwur abgelegt hatten. Und sie haben dann immer wieder neue Leute mit angezogen und ausgebildet und haben dafür gesorgt, dass dieser neue Orden innerhalb kürzester Zeit unglaublich gewachsen ist. Und sie haben sich Leute herangezogen, von klein auf an, direkt von Anfang an. Der Bellarmine ist 42 geboren, also 2 Jahre nach Errichtung des Ordens. Kann man davon ausgehen, dass er, als er 18 war, in Rom studiert hat. Dann sprechen wir von 1560. Da bestand der Orden also bereits 20 Jahre und hatte schon eine sehr gute Fundierung. Natürlich auch unterstützt vom Papst. Der damalige General der Jesuiten, der erste, das war ja Ignatius von Loyola selber, der konnte natürlich aus dem ganzen
wie sagt man das jetzt, aus dem ganzen Pool, ja, also aus der ganzen Masse der Menschen, die römisch-katholische Kirche hatte, da konnte er draus schöpfen und da konnte er sich Leute zu unterrichten. Er konnte diese Leute auswählen oder er konnte diese Leute ansprechen und sie konnten dann ausgewählt werden, um in das Noviziat für Jesuiten einzutreten und dann laufen sie halt durch diese Siebperiode, nenne ich das jetzt mal, wo gesiebt wird und man behält die Guten und man kann die Schlechten aussortieren. Und dann nehmen die ja teil an den spirituellen Übungen, was ja eine Basisausbildung von den Jesuiten ist. Und wer sich dann für würdig erweist, der kann darin ausgebildet werden. Und eine Ausbildung bei den Jesuiten dauert bis zu 20 Jahre. Wenn wir jetzt davon ausgehen, der Bellarmine ist ungefähr mit 18 vielleicht, ich weiß nicht, das könnte man jetzt nachschauen, mit 18 dem Orden beigetreten, dann wäre das 1560 gewesen, wenn er dann eine Ausbildung folgt innerhalb der Jesuiten. Gehen wir mal davon aus, dass die Ausbildung zwischen 10 und 15 Jahre gedauert hätte, dann wäre er von 1575 bis zu seinem Tode 1642, also 47 Jahre oder was, in der Lage gewesen, Arbeit für den Jesuitenorden zu verrichten. Das Collegium Romanum, also die jesuitische Hochschule in Rom, die unter Leitung der Jesuiten war, am Anfang unter Leitung natürlich von Ignatius Loyola, da hat Ignatius Loyola natürlich Leute in die Funktion gesetzt, der Lehrer, der Professoren, die dem Geist der Jesuiten gefolgt haben. Mhm. Ja, das ist eben genau mein Punkt. Also in dem Moment, wo man sich, eigentlich müsste man sich ja nur die Professoren anschauen, das gilt ja genau für die katholische Kirche auch, wenn man sich dann Thomas von Aquin anguckt und schon kennt man ja die ganze Indoktrination, die Priester und sonstige Professen und alles da durchlaufen. Darum ging es mir. Das heißt, im Prinzip sehe ich den Professor so ein bisschen als Propagandaminister. Ja, das kann man durchaus so sehen. Ja, das war mein Punkt. Gut. Wenn ich dann halt wissen will, an ihren Früchten kann man sie erkennen oder an ihren Taten auch, aber im Endeffekt, wenn ich mir dann halt schaue, was für ein Typ dann halt, Typ Mensch, halt die entsprechenden Würdenträger sind, der entsprechenden Kirchen, dann kann ich daraus ja auch eine ganze Menge herauslesen. Das war jetzt mein Punkt. Ja, da hast du vollkommen recht. Also wie gesagt, Lorenzo Ricci hat sich des unglaublichen Angebots der römisch-katholischen Kirche bedient, um sich daraus Leute zu rekrutieren für seinen Orden und dafür zu sorgen, dass so schnell wie möglich das von ihm eingeführte Ratio Studiorum, das Lernen gegen das Lernen, umfunktioniert wurde und dass vor allen Dingen eben auch im Collegium Romanum, in der römischen jesuitischen Universität, eben dann diese Dinge gelehrt wurden und Leute ausgebildet wurden, unter anderem der Bellarmine, der dann eben dazu kam, um dann zu sagen von, ja, diese Befreiungstheologie zu machen. Interessant in dem Zusammenhang mit der Befreiungstheologie ist das Folgende. Wenn wir wissen, dass der Bellarmine gelebt hat zum Ende des 16. Jahrhunderts, also 1542 ist er geboren, das ist nicht zum Ende, aber er hat vor allen Dingen ja gewirkt in der Zeit zwischen 1580 und seinem Tod 1600 und wann war es, irgendwann 41 oder sowas, ja, 1620. In der Zeit, wie eben auch der Francisco Ribera, der die futuristische Agenda geschrieben hat. In der Zeit hat er ja gewirkt. Also Anfang des 17. Jahrhunderts, Ende des 16., Anfang des 17. Jahrhunderts. Wir wissen, wenn wir die römisch-katholische Kirche analysieren, dass die ihre Pläne 100 bis 150 Jahre vorher entwerfen. Wenn wir jetzt also vom Anfang des 17. Jahrhunderts ausgehen, ja, 1600 und ein paar zerquetschte, 1600 und ein paar Jahre, und wir gehen 150 Jahre in die Zukunft, wo sind wir denn dann? 1750, dann sind wir gerade mal 25 Jahre weg von dem Zeitpunkt, wo damals mit dem Unabhängigkeitskrieg die Vereinigten Staaten von Amerika gegründet wurden. Dann kommen wir genau in die Zeit rein, 1634, ist vielleicht auch nochmal interessant, um da kurz drauf hinzugehen, Ark and the Dove, wo dieses Schiff der Arche und der mit dem Namen Arche und Taube, the Ark and the Dove, mal sehen, ob ich hier ein Bild davon finde. Noahs Arche wollte ich jetzt nicht haben. Darf dann vielleicht. Ich dachte, dass ich da ein Bild von hätte. Das war ja hier, da gibt es ja sogar eine eigene Geheimgesellschaft von. Ja, das kann man hier zum Beispiel sehen. Das kann man sich heute im Internet noch raussuchen. Das ist die Gesellschaft von The Ark and the Dove. Ja, abgeleitet natürlich von Noah. Kapitel, schlag mich tot, 9 oder 10 Genesis, erstes Buch Mose, wenn er mit der Arche in der Sintflut rumfährt und da halt eine Taube ausschickt,
die mit einem Olivenzweig oder was zurückkommt, um anzudeuten von das Wasser ist gesunken. Die Arche und die Taube, so waren halt zwei Schiffe benannt, die 1633 in England abgelegt hatten, voll mit Protestanten, voll mit Katholiken und voll mit Jesuiten beladen, die beiden Schiffe, um an der Küste Amerikas zu landen und eben die Unabhängigkeit der Kolonien vorzubereiten, die führt zur Gründung der Vereinigten Staaten von Amerika. Wunderbar beschrieben in dem Buch The Ark and the Dove. Gibt hier noch ein paar andere Bilder, hier zum Beispiel, das ist eins der Insignien, da seht ihr hier die zwei Schiffe in diesem Adler mit drin, der genauso ist wie der Adler in dem amerikanischen Siegel, was man ja kennt. Hier Ark and the Dove, gelandet dann in Maryland natürlich, in Marialand 1634, ne, also 1633 im Spätherbst oder was in England abgelegt und dann im Frühjahr 1634 an der Küste der Neuen Welt gelandet. Ja, hier haben wir dann die Taube. Und hier seht ihr das Buch, The Ark and the Dove, The Beginning of Civil and Religious Liberties in America. Der Anfang von ziviler, also von politischer und religiöser Freiheit in Amerika. Ja? Wir sprechen hier über eine Landung Anfang des 17. Jahrhunderts. Da haben sie angefangen, den Boden zu bearbeiten, ja? Also mit anderen Worten, den Boden so derart zu bearbeiten, dass sie dann später eine Saat säen konnten. Und diese Saat haben sie dann nicht nur aufgehen lassen, sondern sie haben dann später auch geerntet. Dieses Buch ist unterteilt in drei Bücher, das genauso ist, den Boden vorbereiten, die Saat säen und dann die Ernte. Das sind die drei Teile dieses Buches. Tom Fress hat das gelesen auf Inquisition Update im Jahr, wenn ich mich nicht irre, 2010. Ein wunderbares Buch, eine fantastische Lesung von Tom Fress. Nur was man dabei bedenken muss, J. Moss Ives, der Autor, war ein Erzkatholik. Und das Buch ist natürlich aus einer katholischen Seite, aus einer katholischen Sicht geschrieben. Und man muss also schon, ich möchte mal sagen, ein wenig gefordert sein in der Materie, um das Buch so zu verstehen, wie es verstanden werden muss. Ich kann nur jedem anraten, der Englisch kann, besorgt euch das Buch und besorgt euch und lest dann das dritte Kapitel, die Ernte. All die anderen Dinge sind auch interessant. Da kommen solche Dinge vor, wie ich bereits früher mal gesagt hatte. Wir schaffen heute auch nicht viel Lesung, wa? wie ich früher gesagt hatte, zum Beispiel die Briefe von John Carroll an den Papst nach dem Motto von, wir richten hier unsere amerikanisch-katholische Kirche auf, keine römisch-katholische Kirche, sondern amerikanisch-katholische Kirche. Und solche Dinge. Das kommt alles in dem Buch vor. Also es ist unglaublich interessant. Und da sieht man eben 1633, 150 Jahre später, dann sind wir in 1783, ja 1789 wurde die Unabhängigkeit der Vereinigten Staaten von Amerika ausgerufen. 150 Jahre, die sie das vorher geplant hatten. Und da hat eben die Saat dafür, für dieses The Ark and the Dove, die hat eben schon Cardinal Bellarmine gesät mit seiner Befreiungstheologie, über die ich ja vorhin gesprochen hatte. Ja, da haben wir hier den Bellarmine nochmal eben im Bild, ja, um uns das nochmal eben zu erinnern. Der hat im Grunde die Saat schon für gelegt. Er legte zwar nur bis 1621 und dann ist halt 12 Jahre nach seinem Ableben die Ark and the Dove, die Schiffe, haben dann Segel gesetzt in diese neue Welt und haben dann dafür gesorgt, dass wir heute diesen Staat von der Vereinigten Staaten von Amerika haben, wie wir ihn haben. Ja. Okay, es tut mir leid, dass ich jetzt wieder nochmals geschafft habe, einen Satz zu lesen, aber ich denke, dass das auch ein wenig interessanter Hintergrund ist für Leute, die einfach verstehen müssen, dass die Vereinigten Staaten von Amerika, obwohl sie sich ein protestantisches Land nennen, regiert werden von einer katholischen Regierung und das von Anfang an. Und da eben zugrunde liegt die Befreiungstheologie von dem Kardinal Bellarmine. Also, fahren wir fort. Aus diesem Grund stellten sie das Haupthindernis auf dem Weg der katholischen Wiederaufbaubewegung dar. Ja, die Liberalen innerhalb der römisch-katholischen Kirche, die immer das schwächste Glied der Kette sind, die vom verstorbenen Antichrist Papst Pius XI. Eingeleitet wurde. Ja, in dem Fall, wo der Autor das Buch hier schreibt, Papst Pius XI. Ist 1939 gestorben. Sie waren weder erfreut über die Idee des korporativen Staates mit dem Plan des neuen Kreuzzuges, noch mit dem Ziel des Vatikans, einen vollständigen päpstlichen Absolutismus aufzustellen. Nein, weil die Liberalen sind eben nicht ultramontan und waren auch nicht einverstanden mit dem Plan dieses neuen Kreuzzuges. Und das ist eigentlich,
was der Erste und Zweite Weltkrieg waren. Es war ein Kreuzzug. Der Erste und der Zweite Weltkrieg und all die Kriege, die folgten und auch heute noch andauern im Jahr 2016, als ich diesen Kommentar geschrieben habe, heute 2018, wo ich das vorlese und darüber hinaus, das sind alles Kreuzzüge, die Kriege, die wir heute haben. Alle mit dem Ziel, um so viel wie möglich Opposition der römisch-katholischen Kirche aus dem Weg zu räumen. Genauso wie es damals die Inquisition getan hat. Nun, im Gegensatz zum irisch-dominierten Klerus in Amerika haben der katholische Klerus Frankreichs und Deutschlands und andere europäische Länder den Papst nie mit dem Sitz der Macht in Rom identifiziert. Sie haben sich geweigert, die Religion aus Rom anzunehmen, aber nicht ihre Politik oder die Anweisungen des Vatikans in außerspirituellen Angelegenheiten in ihren jeweiligen Ländern zu akzeptieren. Auch hier, mit anderen Worten, will der Autor uns hier sagen, sie akzeptierten den Papst nicht als Herrscher oder über bürgerliche Angelegenheiten, also zivile Angelegenheiten, was bedeutet, dass er gleichzeitig Kaiser und Leiter der geistigen Kirche war. Dies ist ein Überbleibsel des reformatorischen Denkens, das beseitigt werden muss, und sie müssen alle den Ultramontanismus akzeptieren. Nun, in der Neuzeit wandte sich der europäisch-katholische Klerus zunehmend der Idee zu, dass es ratsam sei, christliche Toleranz und freundschaftliche Beziehungen zu allen religiösen Sekten zu fördern, auch zu denen, die keiner Kirche angehörten. Tja, und da sehen wir hier in diesem nächsten Kommentar bereits, dass ich über den Ökumenismus spreche, das ist ja aus diesem Satz, geht das ganz deutlich hervor. Christliche Toleranz und freundschaftliche Beziehungen zu allen religiösen Sekten. Eine Sekte ist immer ein Teil eines Größeren, ja, ein Teil, der sich heraussektiert hat. Darum spricht man von Sekten. Und die ganzen protestantischen Kirchen werden ja von der römisch-katholischen Kirche lediglich als Sekten ihrer eigenen Basiskirche betrachtet. Die römisch-katholische Kirche ist die Mutterkirche und alle anderen Kirchen sind aus ihr entsprungen. Das ist ja auch nicht ganz verkehrt, das stimmt ja auch. Martin Luther kam aus der römisch-katholischen Kirche, Calvin kam aus der römisch-katholischen Kirche, Tyndale kam aus der römisch-katholischen Kirche, Wycliffe kam aus der römisch-katholischen Kirche, Mortimer, Latimer, die kamen aus der anglikanischen Kirche und das ist ja auch nur eine abgeschwächte Form der katholischen Kirche in England. Und all diese Kirchen haben jetzt zu kämpfen mit einer christlichen Toleranz und freundschaftlichen Beziehungen zu dieser Mutterkirche, die dafür sorgen will, wie wir im nächsten Satz erfahren. Viele waren davon überzeugt, dass der Tag kommen würde, an dem alle christlichen Kirchen, also wir nehmen jetzt mal eben den Fehler des Autoren hier in Kauf, dass er da eben auch die römisch-katholische Kirche als christlich einbezieht, wovon wir wissen, dass sie das nicht ist, auf der Grundlage einer universellen, ja, das ist also ein katholisch, universellen evangelikalen Reform in der katholischen Kirche vereint werden können. Ja, hier, 20 Jahre später, wurde dieses Denken vom Zweiten Vatikanischen Konzil und dem Beginn der Ökumene und dem weiteren Ausbau der Charismatik in die Praxis umgesetzt. Der Charismatik, damit habe ich es über die charismatische Bewegung, die Anfang des 20. Jahrhunderts, vor allen Dingen in Amerika, unglaublich viele Leute mit reingerufen hat und die dafür sorgt, dass Leute in Sprachen sprechen und meinen, das ist genau das, was der Heilige Geist mit den Aposteln damals auch gemacht hat, als die Apostel die Gelegenheit, oder die, nein, nicht die Gelegenheit, sondern die Fähigkeit durch den Heiligen Geist bekamen, in anderen Sprachen sich auszudrücken. Ja, das ist ein ganz wichtiges Thema, sollte man vielleicht auch mal eben drauf eingehen. Ich weiß nicht, ob euch das interessiert. Viktor? Michael? Na, natürlich. Ja, ich weiß ja nicht, ob ihr das interessiert und ob ihr damit vielleicht auch schon bekannt seid. Also im Buch der Apostelgeschichte, in den ersten Kapiteln, ich glaube, es ist in Kapitel 2, wo der Heilige Geist über die Apostel kommt, lernen wir ja, dass die Apostel auf einmal die Möglichkeit hatten, andere Sprachen zu sprechen, sodass die Juden, die aus anderen Gegenden der Welt nach Jerusalem kamen, um die Feste zu feiern, wie zum Beispiel das Passafest oder das Fest der Trompeten oder, ja, ihr kennt ja diese ganzen alten Feste aus dem mosaischen Gesetz, als die nach Jerusalem kamen, um diese Feste zu feiern, da war genau zu der Zeit, wie
wann war das denn, als Jesus geboren wurde, da war ja auch Jerusalem überfüllt. Ne? Deswegen konnte ja zum Beispiel auch Maria überhaupt keine Unterkunft mehr finden. Da sind sie ja irgendwo außerhalb gewesen und ist da niedergekommen und hat Jesus geboren. Da war ja auch ein Fest oder mehrere Feste im Gange. Und die Stadt Jerusalem, muss man sich mal vorstellen, ist damals schon zu einer Größe angeschwollen von knapp 1 Million Menschen mit allen Besuchern dabei. Das ist für damalige Zeiten natürlich unglaublich groß. Und da kamen halt Juden aus Syrien, Juden aus Ägypten, Juden aus Griechenland, selbst aus Rom. Da gab es auch Juden, die da wohnten. Die kamen alle zu diesen Festen nach Jerusalem. Und der Heilige Geist, der über die Apostel kam, hat den Aposteln auf die Art und Weise die Gelegenheit gegeben, mit den Juden in ihrer Muttersprache zu sprechen. Ein Jude, der aus Rom kam, der sprach Latein. Ein Jude, der aus Griechenland kam, der sprach Griechisch. Ein Jude, der aus Alexandrien kam, in Ägypten, der sprach Ägyptisch. Ein Jude, der aus Babylon kam, der sprach, ja, was weiß ich, Babylonisch, was weiß ich, welche Sprache die da hatten. Und all diese Sprachen hat der Heilige Geist den Aposteln eingegeben, um sie sprechen zu können, sodass das Evangelium an alle Juden damals noch gegeben werden konnte, noch nicht an die Gentiles, noch nicht an die Nationen, noch nicht an die Heiden, sondern an die Juden, die aus aller Herren Welt nach Jerusalem kamen, um diese Feste zu feiern. Und somit haben die Leute dann in Jerusalem von der Geschichte von Jesus Christus erfahren und haben dann evangelisieren können, dadurch, dass sie zurückgingen in ihre Heimat und dort dann den Leuten eben die gute Nachricht von Gottes Königreich überbringen können. Ja? Das ist das, wenn man im biblischen Sinne darüber spricht, dass der Heilige Geist einen ausstattet mit der Gabe des Sprache sprechen, der mehreren, der Zungensprache, wie man das in der Bibel genannt heißt. Vielleicht kann ja einer von euch beiden das mal eben raussuchen, während wir hier lesen. Dann kann ich das ja gleich aufmachen. Ich meine, das ist Apostelgeschichte 2 oder sowas. Und dann können wir vielleicht mal eben ein paar Verse daraus vorlesen. Nun, die charismatische Bewegung, die vor allen Dingen Anfang des 20. Jahrhunderts dann in Amerika aufgewacht ist, und nicht nur in Amerika, sondern auch in England, aber hauptsächlich in Amerika, hat dafür gesorgt, dass die Leute auf einmal auch anfingen in Sprachen, in Zungen zu sprechen, sage ich jetzt mal, aber in Zungen zu sprechen, die sie überhaupt nicht verstehen. Und ich weiß nicht, ob ihr schon mal diese Videos gesehen habt, zum Beispiel von Kenneth Copeland oder sowas, der da vor seiner Kongregation spricht und dann sagt er, ich kann das gar nicht wiederholen, ich will das auch gar nicht wiederholen, das ist eine teuflische Sprache, kein Mensch versteht das, die Menschen, die diese Zungen sprechen, die wissen selbst nicht, was sie sagen. Es gibt Beispiele dafür, zum Beispiel von Tom Fress, seine Schwester, die gesagt hat von, ja, der Heilige Geist ist über mich gekommen, ich kann jetzt in Zungen reden. Da sagt Tom, sag mal, du weißt doch gar nicht, was du da redest. Nee, sag sie, weiß ich nicht. Wie weißt du denn nicht, dass du Gott nicht beleidigst? Weil man nicht weiß, was man da sagt, ja. Die Apostel hatten damals die Gelegenheit bekommen, in wirklichen Fremdsprachen mit anderen Leuten zu kommunizieren. Und in dieser charismatischen Bewegung, und ihr könnt euch ja mal Videos angucken, YouTube ist da voll mit über charismatische Bewegung, und da geht es um dieses Zungensprechen, wo die, was weiß ich, irgendwelchen Kauderwelsch von sich geben, was kein Mensch versteht, sie selber auch nicht verstehen. Und sie meinen, das ist die Gabe des Zungensprechens, wie es damals bei den Aposteln auch war. Das ist natürlich nicht so, sondern das ist von einem anderen Geist eingegeben. Denn schließlich sagt die Bibel uns ja, oder Jesus Christus hat es gesagt, dass der Heilige Geist uns in alle Wahrheit führen wird. Aber alle Wahrheit muss man ja auch verstehen können. Wenn ich nicht mal verstehe, was ich selbst da sage, was für einen Sinn hat das dann? Ja, das ist eben eine Ablenkung, sage ich mal. Und das ist die Basis der ganzen charismatischen Bewegung, von der wir hier eben gerade lesen. Christliche Toleranz und freundschaftliche Beziehung zu allen religiösen Sekten, wobei es religiösen Sekten gab, die eben die charismatische Bewegung hatten, wie in dem Artikel hier oder in meinem Kommentar mit beigesagt, die Ökumene und dem weiteren Ausbau der Charismatik in die Praxis umgesetzt. Diese charismatische Bewegung ist heute ausgewachsen zu einem wirklichen Kropf innerhalb der römisch-katholischen Kirche, wollte ich sagen, innerhalb der protestantischen Bewegung. Aber da könnt ihr ja eure eigene Nachforschung selbst mal drüber anstellen, um zu verstehen, was die Charismatiker sind und was sie meinen, was die Gabe des Heiligen Geistes ist. So. Habt ihr zwei da vielleicht mal Fragen zu, oder? Ja?
Ich habe die Apostelgeschichte 2 gerade aufgeschlagen. Ah, ist das Apostelgeschichte 2? Okay, dann ja, gib genau. mir mal kurz eine Sekunde Zeit, dass ich hier auf meine Schlachterbibel gehen kann. Und dann wollen wir eben hoffen, dass das hier einigermaßen schnell öffnet. Und das Firefox ist in der letzten Zeit leider unglaublich langsam, auch ohne dass der Computer jetzt hier andere Dinge natürlich noch zu tun hat. Ja. Kurze Pause einlegen. Können wir kurz auf Toilette gehen in der Zwischenzeit? Ich kann es auch vorlesen. Also. Ja, ich möchte es halt gerne den Leuten auf dem Schirm hier mit zeigen. Verstehst du? Mal eben sehen. Ich habe das hier ja auch, oder? Start Vertaling. Ne, ich habe die Just Bible Index. Ach, Junge, ist doch. Also ich habe es jetzt hier von der Internetseite schlachterbibel.de. Tja, und ich gebe auch die. Ach, Just Bible, das ist ja die verkehrte. Die wollte ich ja gar nicht haben. Ja, es ist im Augenblick ist das grauenvoll. Ich habe keine Ahnung, warum das hier Stunden dauert, dass Firefox irgendwas öffnet. Das habe ich die letzten 14 Tage. Das ist wirklich grauenvoll. Normalerweise ist das Klicken und da ist es. Und jetzt im Augenblick ist das also wirklich, musste 2 Minuten warten, bis er mal ein neues Tabblatt irgendwo öffnet. Das ist einfach grauenvoll. Jetzt muss er hier auch noch warten. Dabei ist der Computer gar nicht so überlastet, ne? Guck mal, das geht doch. 88% CPU, das geht ja noch. Kann man ja noch verkraften. Ja, meine Internetverbindung hat manchmal einfach keine Lust. Von daher, gut, Schlachter 2000. Und dann Apostelgeschichte, Kapitel 2 ist es? Genau. Okay. Die Ausgießung des Heiligen Geistes, die Anfangsverse, wa? Lies mal vor, wenn du gerne möchtest, ja. Ja, Moment, da muss ich wieder meinen Screen haben. Die Ausgießung des Heiligen Geistes. Und als der Tag der Pfingsten sich erfüllte, waren sie alle einmütig beisammen. Und es entstand plötzlich vom Himmel her ein Brausen, wie von einem daherfahrenden gewaltigen Wind, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen, wie von Feuer, die sich zerteilten und sich auf jeden von ihnen setzten. Und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist es ihnen auszusprechen gab. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, gottesfürchtige Männer aus allen Heidenvölkern unter dem Himmel. Als nun dieses Getöse entstand, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt, denn jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Sie entsetzten sich aber alle, verwunderten sich und sprachen zueinander: Siehe, sind diese, die da reden, nicht alle Galiläer? Wieso hören wir sie dann in jeder und unserer eigenen Sprache, in der wir geboren wurden? Parther und Meder und Elamiter und wir Bewohner von Mesopotamien, Judäa und Kappadokien, Pontus und Asia, Phrygien und Pamphylien, Ägypten und von Gegenden Libyens bei Kyrene und die hier weilenden Römer, Juden und Proselyten, Kreter und Araber. Wir hören sie in unseren Sprachen die großen Taten Gottes verkünden. Und sie entsetzten sich alle und gerieten in Verlegenheit und sprachen einer zum anderen: Was soll das wohl sein? Ja. Andere aber spotteten und sprachen: Sie sind voll süßen Weines. Ja, danke Michael. Das war sehr schön, dass du das mal hier hast vorlesen können, weil das bestätigt ja genau das, was ich davor hier gesagt habe. Ja, also hier Firefox, da kann man ja inzwischen mal sonst wo. Da kommen wir ja nie auf den grünen Nenner. Ich möchte euch mal kurz ein Beispiel nennen, zum Beispiel, wenn wir eben hier wollen wir eben kurz auf YouTube, gehe ich mal kurz auf meinen Kanal. Und dann kann man das eingeben, wenn man dann auf YouTube ist, weil ich will den Film ja nicht löschen, deswegen muss ich das hier eben eingeben. Und dann solltet ihr mal in die Suchmaschine eingeben, ja Mensch, Junge, Speaking in Tongues. So, und dann kriegt ihr da eine ganze Menge Auswahl von irgendwelchen, hier zum Beispiel, Mississippi Pastor speaks in tongues, 7 Minuten 26. Ja, ihr zwei könnt das jetzt nicht hören, aber die Leute, die natürlich jetzt das Video schauen, können das hören, weil der We have a pastor here from Mississippi. Der Ton von diesem Video ist jetzt natürlich hier mit bei. Und jetzt spule ich mal kurz ein bisschen vor. Ich kenne das Video auch nicht, aber ich schätze mal, dass es hier irgendwo sein wird. Dann hört euch das mal eben an. Be gone in the name of Jesus and be set free. I've seen it. I know what I'm talking about. Come on, give God praise.
Gib Gott die Ehre. Ja. Komm, erzähl mal weiter. Junge, ist der nimmt sich seine Zeit hier. Somebody give God praise. Jemand gibt Gott die Ehre. Erstmal die Leute aufpushen. Ne? So machen sie das in diesen Gottesdiensten. Preis den Herrn. Was das noch mit wirklichem Anbeten zu tun hat, weiß ich nicht. Und so weiter und so weiter. Wann spricht er denn endlich in Zungen? Like cocaine or crystal meth. Through my. Oh, maybe. Wie gesagt, ich kenne das Video auch nicht. Go to this guy and have a conversation about climate change. Ich ging davon aus, dass er mal hier in Zungen spricht, aber dann gucken wir mal hier zum Beispiel, wie die das macht. I have been praying in the spirit. The Lord prays through me. Ich habe. They are blessed by you, Lord. I pray the blood of Jesus over them. I thank you for the angels of the Lord that surround them, Lord God. I just thank you. Will follow, so I just thank you. Thank you, Jesus. Oh, Mann. Das ist nun wirklich ernst, ehrlich, dass ich das jetzt nicht mal irgendein Beispiel kriege. Die ganzen Seiten sind da voll mit. Hört euch das an. Das ist Tungensprechen hier. Yeah, see, that's the Spirit of the Lord. That's the power of God coming on you. That's the anointing of God. It's a radical last day anointing. It's an end day anointing, an end time anointing. There it is, 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 there it is. There it is. Holy fire! Holy fire! Holy fire! Holy fire! Ja, heiliges Feuer, heiliges Feuer. Hier, das ist der Heilige Geist, der sprechen kommt. Und dann sagt er irgendwelche Worte, die man absolut nicht versteht. Und macht im Grunde das nach, wovon er meint, dass das damals eben passiert ist. Das, was Michael gerade aus der Apostelgeschichte vorgelesen hat. Wir schauen uns noch mal einen kleinen Moment an. Holy fire! Holy fire! Holy fire! Holy fire! Here it is. Oh, that's real. This is real. This is real. This is real. That's it. That's it. That's it. That is. Ja, habt ihr das gehört? Shangrabash und was er da nicht alles sagt. Also das war der Punkt, den ich im Grunde machen wollte. Das ist die charismatische Bewegung. Und wer meint, dass die Leute, die wir jetzt gerade eben gesehen haben und die Sprache, die da gemacht wird, dass das irgendwas mit dem Heiligen Geist zu tun hat, den Michael uns gerade vorgestellt hat in Apostelgeschichte 2 in den ersten, was war es, 12 Versen, der hat, glaube ich, die ganze Bibel nicht verstanden. Ja, Entschuldigung, dass ich so lange gebraucht habe, da ein richtiges Video zu finden, aber so ist das nun mal live. Ich habe das ja nicht vorbereitet. Habt ihr da vielleicht eine Bemerkung zu, Michael oder Viktor? Ja, ganz kurz nur dazu. Ich habe ja jetzt hier keinen Ton im Gegensatz zu den Hörern und dir. Aber wenn ich das ohne Ton betrachte, ist es irgendwie eine Mischung zwischen Hypnose und Exorzismus. Genau, das ist es auch. Das ist ein perfektes Beispiel von spirituellen Übungen, wie sie Ignatius Loyola vorschreibt. Genau das ist das. Ja. Diese ganzen Pastoren, wie sie sich nennen, die Prediger in diesen charismatischen Kirchen, sind ja bei ihren Ausbildungen alle in Seminarien gewesen, in Priesterseminarien. Und diese Seminare sind schon seit Ewigkeiten von Jesuiten infiltriert. Und von daher ist das alles jesuitische Lehre. Und du hast ganz recht mit deiner Bemerkung, Michael. Viktor, hast du vielleicht auch was dazu zu bemerken? Also jetzt zu dem Video, ja, kann ich jetzt nur zustimmen. Ne? Also hat schon auch ohne Ton, wirkt ein wenig befremdlich. Ja, tut mir leid, dass ihr den Ton nicht hören könnt. Das liegt eben an irgendeinem technischen Problem. Man hat Computer, mit denen man so den Ton auch teilen kann. Aber für unsere Zuschauer war das jedenfalls im Video mit drauf und ihr könnt das dann ja später anschauen, wenn ihr dieses Video geschickt kriegt und könnt euch die selbst raussuchen. Ich kann den Link ja auch mit reingeben von dem, was wir uns gerade hier angeguckt haben. Kann ich ja mit reingeben in das Video und dann kann man sich das mit anschauen. Ja. Also, es geht ja, wir sollten ja nur ein bisschen beim Thema bleiben, Jörg. Das kann ich mir immer sagen, bleibt mal ein bisschen beim Thema. Aber es geht halt darum, dass wir verstehen, dass hier, wie der Autor sagt, viele waren davon überzeugt, dass der Tag kommen würde, an dem alle christlichen Kirchen, also die ganzen protestantischen Kirchen,
auf der Grundlage einer universellen evangelikalen Reform in der katholischen Kirche vereint werden können. Und das geht eben 20 Jahre später, wurde dieses Denken vom Zweiten Vatikanischen Konzil und dem Beginn der Ökumene und dem weiteren Ausbau dieser charismatischen Bewegung, die wir gerade gesehen haben, in die Praxis umgesetzt. Also, da sehen wir, wie das alles zusammenhängt. Du Jörg, ich meine, wir können ja auch noch weitergehen noch und uns zum Beispiel dieses Friedenstreffen 1986, war das glaube ich, ne, in Assisi mal vor Augen führen. Und wie, du hast ja sicherlich so eine, ja, du hast ja eine ganz tolle Bilddatenbank. Kannst du vielleicht nochmal irgendwie ein, zwei Bilder dazu nochmal zeigen? Wie zum Beispiel auch dieses Friedenszeichen mit den ganzen Symbolen und der verschiedenen Denominationen und Religionen und was es da nicht alles für verschiedene Bewegungen gibt. Ja, also dieses hier ist ein Bild von Italien, Assisi, ja, wo halt der heilige, was weiß ich, wie sein Vorname, Franziskus von Assisi, ne? Francis von Assisi herkam. Was Papst Johannes Paul II., der hier in der Mitte steht, benutzt hat, um ein Meeting damals einzuberufen, 1986, am 2. Oktober, am 27. Oktober 1986, wo also Vertreter waren des Mohammedanismus oder Islam, so wie wir es heute kennen, der orthodoxen Kirche, wie sie hier sitzen, der römisch-katholischen Kirche natürlich, der protestantischen Kirche, aber auch, wie wir hier sehen, Dalai Lama und seine Vertreter, also der nepalesischen Religion, Hinduismus, Buddhismus, alle verschiedenen Weltkirchenführer, die hier vereint waren in Assisi bei dem Meeting. Hier sehen wir es noch ein bisschen dicht dabei, ja, das ist von hier, da sehen wir hier zum Beispiel den Führer der orthodoxen Kirche, also der russisch-orthodoxen Kirche und andere sogenannte Würdenträger sehen wir hier auf dieser Seite damit bei, das ist alles von diesem Bild von 86, hier sehen wir es auch nochmal, hier sind dann da halt Buddhisten und Hinduisten und hier sehen wir nochmal den Patriarchen der russischen Kirche, hier der griechischen Kirche und so weiter, diese ganzen Vertreter damit bei. Das ist eben alles im Sinne der Ökumene, ja, Pax, ja, Frieden, wie das hier in verschiedenen Sprachen drüber steht. Also alles im Sinne des Friedens, wobei Jesus Christus gesagt hat, er ist nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert und zu zerteilen, ne? Und wenn er Frieden bringt, Jesus Christus, dann ist das Frieden in Wahrheit und im Geiste und nicht im Sinne einer Ökumene, wo man also Kompromisse schließen muss. Und hier sehen wir wieder die ganzen verschiedenen Vertreter. Das ist jetzt vom Weltgebetstag in Assisi von 2011, dieses Bild hier. Also da haben wir dann zu tun mit Ratzinger, der hier sitzt in Weiß, kann man ja deutlich erkennen. Der deutsche Antichrist, der 2011 an der Regierung war. Und das ist halt die Art und Weise, wie die römisch-katholische Kirche probiert, uns die Welt heutzutage zu verkaufen, wie sie meint, dass Gott das haben will. Es ist nur nicht der Gott der Bibel. Und dann haben wir hier das andere Bild, was du meinst. Können wir mal eben sehen, ist das unter Coexist. Du meinst dieses Bild hier wahrscheinlich oder ein ähnliches. Ja, das meine ich. Ja. Aufgrund der einen Weltkirche, die offiziell begann am 26. Juni 2000, sehen wir hier also Zeichen des Islam und was weiß ich, was das hier für eine Bewegung ist. Und dann hier Genderbewegung und Davidstern, Judaismus und Yin und Yang und Kreuz und also alle möglichen religiösen Symbole durcheinander, männlich und weiblich und alles miteinander gemischt. Um eben dafür zu sorgen, alles wird eins. Übrigens ein Foto aus dem Video von Presence of God Ministry, der sehr viel Videos im Englischen darüber macht, über dieses Thema unter anderem. Ja, das ist halt dieses Coexist. Es gibt auch noch ein anderes Bild. Ich weiß nicht, ob du das meintest. Ich habe dieses hier. Komme jetzt nicht auf den Namen, unter welchem ich das andere suchen müsste. Aber ja, das ist schon richtig. Also diese ganze ökumenische Bewegung, das ist ja im Grunde genau das, ja, worauf wir hier angesprochen haben.
In der Neuzeit wandte sich der europäisch-katholische Klerus zunehmend der Idee zu, dass es ratsam sei, christliche Toleranz und freundschaftliche Beziehung zu allen religiösen Sekten zu fördern. Also, alle Kirchen werden hier aufgefordert, Kompromisse zu machen, um zu einer gemeinschaftlichen Erklärung zu finden. Und diese gemeinschaftliche Erklärung wurde dann verkündet auf dem Zweiten Vatikanischen Konzil. Mal eben gucken, ob ich das hier unter Vatican II mal finde. Da gibt es ja auch Bilder von dem Zweiten Vatikanischen Konzil. Hier zum Beispiel können wir uns das hier angucken. Das hat stattgefunden von Ende 1962 bis Ende 1965. Mal sehen, was wir hier so für Bilder damit bei haben. Was ist das denn hier? Papst Paul VI. Und sein späterer Nachfolger, Wojtyla, der dann Papst Johannes Paul II. Wurde. Ja. Vatikan II nochmal ein Bild. Und das hier jetzt, also das ist jetzt alles, was ich hier im Augenblick darunter finde. Unter Vatikan II. Hier auch nochmal die Vollversammlung. Ja, so sah das dann damals im Vatikan aus. Rechts und links überall die ganzen Vertreter. Und da wurde dann das Konzil gehalten, aus dem hervorging, dass Ketzer jetzt nicht mehr Ketzer genannt werden, sondern separate Brüder. Naja, wer sich damit vereinnahmen will, also ich bin kein separater Bruder von der römisch-katholischen Kirche, auf gar keinen Fall. Aber das ist halt der Name, den sie daran gegeben hatten. Und gibt es hier, was ist das hier noch für ein Bild? Kann man es auch mal sehen, aus einer anderen Perspektive, wie da also dieses Meeting abgehalten wurde. Und dass natürlich hier der Thron des Antichristen, ja, der Thron von Jupiter im Vatikan. Also eine Sache, wenn man sich damit anfängt zu beschäftigen, dann kommt man vom Hundertstel ins Tausendstel. Und wie gesagt, wir haben heute schon wieder es geschafft, nicht gerade besonders viel zu lesen, aber ich glaube, es ist vielleicht wichtig, dass wir verstehen, dass hier bereits zur Zeit des Dritten Reiches der Grundstein mitgelegt wurde für die spätere ökumenische Bewegung. Nämlich dadurch, dass sie gesagt haben, erstmal werden wir jetzt auf eine militärische Art und Weise mit Verfolgung, mit Folter und mit Mord probieren, unsere Feinde, die Liberalen, einerseits die Protestanten und andererseits die Liberalen innerhalb der römisch-katholischen Kirche zu vernichten. Und wenn das nicht ausreicht, ja, dann werden wir eben dieses zweite Vatikanische Konzil errichten, was sie 65 gemacht hatten, um dafür zu sorgen, dass eben die Ökumene weiter ausgebaut wird und die charismatische Bewegung weiter in die Praxis umgesetzt wird, wovon wir das Video gesehen hatten. Diese liberale Form, sagt der Autor, sollte auf den Sturz des Jurisdiktionspapstes mit seiner unbiblischen politisch-römischen Kurie und ihren Ansprüchen auf den kirchlichen Absolutismus abzielen. Es wäre eine Reform gegen den päpstlichen Imperialismus, gegen die jesuitisch-faschistische Zucht und Oberherrschaft. Ziel wäre es, ein evangelisches Papsttum zu schaffen, das frei von politischen Ambitionen als Zentrum der evangelischen Einheit für alle Kirchen der Christenheit agieren würde. Und Papst Franziskus ist ja auch einer der Päpste, die sich eben als sehr evangelisch dahinstellen, ne? Er vertritt ja nicht so sehr die römisch-katholische Doktrin, er vertritt ja vielmehr eine evangelische Doktrin. Ja? Das merkt man ja daran, wenn ich da noch mal kurz dran erinnern darf. Wir erinnern uns an das Video von Bischof Schneider, als er befragt wurde, als denn der Papst im Flugzeug doch gesagt hätte, dass er sich, dass er einverstanden wäre mit der Rechtschaffenheitserklärung von Martin Luther. Und der Bischof Athanasius Schneider darauf geantwortet hat, wir haben bereits eine perfekte Antwort auf die Erlösungslehre von Martin Luther oder Rechtschaffenheitslehre von Martin Luther, nämlich durch Glauben alleine, und zwar die vom Konzil von Trient, als der Papst ex cathedra sprach. Und im Flugzeug sprach der Papst nicht ex cathedra. Mit anderen Worten, der Papst kann überall, wo er steht und sitzt und liegt und läuft, sagen, was er will. Das interessiert keinen, das hat überhaupt keine Bedeutung. Das Einzige, was Bedeutung hat, ist, wenn er unfehlbar ex cathedra von seinem Thron spricht. Ja? Aha. Das ist römisch-katholische Lehre. Ja, ja. Aber lustig, ne? Guck mal, wenn er der Stellvertreter Christi ist und Jesus im Fleisch ist und so, ne? Jesus konnte auf dem Berg reden. Er konnte auf dem Esel reden. Er konnte in der Synagoge reden.
Er konnte auf der Straße reden, er konnte überall reden. Aber der Papst kann mit Ex-Kathedra reden. Entschuldigung, ja. wenn ich da jetzt so einfalle, aber ich finde das so wahnwitzig. Du hast ja nicht Unrecht. Der Unterschied, der gemacht wird, Michael, ist der, dass man sagt, der Papst kann reden, wo er will. Das spielt alles keine Rolle. Das ist alles nicht römisch-katholisches Dogma. Es ist nur dann römisch-katholisches Dogma und unfehlbar, wenn er von seinem Thron spricht. Und das ist natürlich ein großer Unterschied zu was du meinst, Jesus Christus. Jesus Christus hat unfehlbar gesprochen, als er auf dem Esel saß, als er in der Synagoge war, als er auf der Straße lief, als er übers Meer fuhr, als er übers Wasser gewandelt ist. Jedes Mal, wenn Jesus den Mund aufgemacht hat, hat er unfehlbar gesprochen, weil er war Gott. Aber, oder ist Gott. Aber der Papst ist das natürlich nicht. Nee. Nein, aber das sieht man ja eben daran. Ja, natürlich sieht man das daran. Man muss nur seine Augen öffnen. Michael, wenn es so leicht wäre, wenn die Leute doch nur ihre Augen öffnen würden, dann würde ja keiner mehr in eine römisch-katholische Kirche auf dem Sonntag reinspazieren. Tun sie aber. Es ist nicht so leicht. Nein, wir werden so leicht betrogen. Ja. Der Autor fährt fort. Lass uns mal probieren, dass wir diesen Absatz hier noch zu Ende bringen. Dies wäre in der Tat eine echte katholische Reform. Eine zweite Reformation. Die Errichtung des evangelischen Katholizismus. Ja, also, ich kann nicht anders, ich muss hier kommentieren. Die römisch-katholische Kirche hat sich mit ihrem militärischen Orden der Jesuiten die Aufgabe gesetzt, die Reformation zu vernichten, die Protestanten zu vernichten. Und die Jesuiten wurden dafür eingerichtet als ein militärischer Orden der römisch-katholischen Kirche. Jetzt legen wir doch mal einen Verband zur Vergangenheit. Und wir schauen uns mal die Zeit an zwischen 303 und 313. Eine Zeit, die im Buch der Offenbarung von Jesus Christus besprochen wird, wo er nämlich spricht von der großen Trübsal, die 10 Jahre lang andauert. Das kann man ja in der Offenbarung, ich glaube, Kapitel 2 oder 3 nachlesen. Das ist die Verfolgung von dem, ich glaube, römischen Kaiser, Diokletian, oder ich kriege jetzt seinen Namen nicht mehr auf die Reihe, spielt auch keine Rolle, könnt ihr ja selbst nachforschen. Und sie haben damals versucht, das Christentum auszulöschen. Sie haben es mit militärischer Macht versucht, das Christentum von der Erde wegzufegen. Aber wenn sie 100 getötet hatten, standen 1000 auf. Und wenn sie 1000 getötet hatten, standen 10.000 auf. Diese Verfolgung dauerte 10 Jahre zwischen 303 und 313. Und im Anschluss daran hat Konstantin das Kaisertum übernommen und der hat sich dann gesagt, wenn wir das Christentum nicht militärisch besiegen können, dann müssen wir es infiltrieren. Und wie macht man das? Man erklärt das Christentum zur Staatsreligion im heidnischen Römischen Reich. Und daraus ist die römisch-katholische Kirche entstanden. Usurpation nennt man das auch, ja? Das Aufsaugen eines anderen, das Infiltrieren des anderen. Wenn ich meinen Feind nicht mit militärischer Macht besiegen kann, dann muss ich ihn infiltrieren, um ihn von innen heraus umzudrehen und zu vernichten. Und genau das sagt der Autor hier. Dies wäre in der Tat eine echte katholische Reform, eine zweite Reformation, die Errichtung des evangelischen Katholizismus. Wenn ich eben dafür sorgen kann, dass ich die ganzen evangelischen Kirchen unterwandere, infiltriere und von innen heraus dafür sorge, dass ihre Lehre der Lehre Roms entspricht. Und schaut euch doch in der Welt heute in 2018 um. Es gibt doch keine protestantische Kirche mehr, die noch predigt, der Papst ist der Antichrist. Es gibt doch keine protestantische Kirche nicht mehr, die noch die wirkliche apostolische biblische Lehre vertritt. Also ich bin mir auf jeden Fall von keiner bewusst. Ja? Es würde bedeuten, fährt der Autor fort, die vorreformatorischen Denkweisen von Lehre und Liturgie zu säubern, und die völlige Verbannung der Jesuiten von der Kirche und der Welt, wie es Antichrist Clemens XIV. 1773 vollbracht hatte. Also, wir wollen das Papsttum evangelisieren. Das Papsttum tut sich vor, als würde es klein beigeben. Das ist eine San
Tzu Kriegstechnik, die Art des Krieges von Sun Tzu, stell dich schwach, wenn du stark bist und so weiter. All diese Ziele und Pläne für eine liberale evangelikale Reform fielen jedoch in die ausdrückliche Verurteilung religiöser Toleranz und der liberalen demokratischen Idee der von den Jesuiten kontrollierten Päpste während der letzten 150 Jahre. Der verstorbene General der Jesuiten, Wernz, ein sehr interessanter Mensch, den man sich mal nachschauen kann, ist natürlich Franz Xaver Wernz, ist ein Deutscher, sagt in seiner Abhandlung über das Kirchenrecht, und mit dem Zitat möchte ich die Sendung heute beschließen, in Bezug auf die Beziehungen der katholischen Kirche zu anderen religiösen Vereinigungen besteht kein Zweifel, dass alle religiösen Vereinigungen von Ungläubigen und allen christlichen Sekten von der katholischen Kirche als völlig illegitim und ohne jegliches Existenzrecht angesehen werden. Diese Organisationen sind formell Rebellen gegen die Kirche. Als Konsequenz ist jeder in schwerem Irrtum, der glaubt, dass die verschiedenen religiösen Sekten, wie zum Beispiel die Anglikaner, die Lutheraner, die orthodoxen Katholiken, also wir sprechen hier über die griechisch- und russisch-orthodoxe Kirche, legitime Teile einer universalen Kirche Christi darstellen und dass sie in irgendeiner Weise Nebenzweige der katholischen Kirche oder Schwesterkirchen sind. Also, sie sind weder Nebenzweige der katholischen Kirche, noch sind sie Schwesternkirchen, diese ganzen Sekten. Ende des Zitats von dem ehemaligen deutschen Jesuitengeneral Wernz, der, meine ich, im Laufe der 20er Jahre des letzten Jahrhunderts General war. Weiß ich jetzt nicht genau, kann man ja mal nachschauen. Die Links sind hier mit bei. Unter anderem auch die Liste aller Generäle der Gesellschaft Jesu. Das werde ich diesem Papier hier ja mit beifügen. Ja, wir sind heute mit Hinter den Diktatoren, Nationalsozialismus und katholische Aktion wieder nicht sehr weit gekommen in unserer Lesung. Aber obwohl ich nicht viele Seiten gelesen habe, denke ich doch, dass wir probiert haben aufzuzeigen, was mit katholischer Aktion gemeint ist. Was mit dem jesuitischen Infiltrieren und Unterwandern gemeint ist. Dass das jedem jetzt deutlich wird, dass er anhand, wenn er jetzt mal auf die letzten 100 Jahre Geschichte einfach mal zurückguckt, also Ende des Ersten Weltkriegs, wo wir ja heute 2018 100 Jahre hatten, wenn man sich darauf zurückbesinnt und nochmal zurückguckt auf die Zeit, was in der Zeit passiert ist, wie die katholische Aktion es geschafft hat, zwischen so wie die protestantische und die römische Kirche sich gegenüberstanden Anfang des 20. Jahrhunderts und wie sie sich heute Anfang des 21. Jahrhunderts im Grunde nicht mehr gegenüberstehen, sondern gemeinsame Sache machen. Wie das durch die katholische Aktion gelaufen ist. Und da war das Dritte Reich, über das wir hier immer noch sprechen, absolut notwendig für, um auf die Art und Weise zu passieren, wie es eben passiert war. So, und jetzt möchte ich gerne erst Michael und dann Viktor nochmal ihre abschließenden Worte geben lassen. Bitte, Michael. Ja, vielen Dank für die Lesung. Vielen Dank wie für die schon im Voraus vermuteten, unheimlichen, interessanten Aspekte, die du damit eingebracht hast. Ich habe da jetzt eigentlich als Schlusswort nichts besonders vorbereitet, aber ich fand diesen Ausflug in diese Zungensprache sehr interessant, weil sie mir halt einfach mal wiederum zeigt, dass die Leute allen möglichen Verlockungen erliegen, vor allen Dingen, wenn die es über das Fernsehen gestaltet werden, anstatt mal ihre Bibel zu lesen. Und deswegen kann ich immer nur dazu sagen, am besten einfach mal lesen. Und zwar die King James Bible 1611 oder die Schlacht der 2000, denn im Endeffekt gibt es heutzutage so viele Möglichkeiten, das Internet auch mal kreativ positiv zu nutzen, indem man beispielsweise bei der Schlachterbibel eine Suchfunktion benutzt und dann könnte ich aufgrund dessen schon nachvollziehen, ob in Zungenreden und solche ganzen Sachen jetzt nur wirklich biblisch ursprünglich sind oder halt auch nicht. Und jetzt würde ich das Wort zu Viktor geben. Ja, das würde ich auch. Jo, alles klar. Ich bin soweit auch mit dieser Lesung ja sehr glücklich gewesen. Ja, auch für mich nochmal so dieser Aspekt, dass Strömung oder ja jegliche Entwicklung, die uns auch heute noch betreffen, dass der Ursprung
ja, tief verwurzelt in der Vergangenheit ist, also viele, viele Jahrzehnte schon in der Vergangenheit liegt. Und ja, ich bin dann wieder gerne dabei beim nächsten Mal, freue mich drauf und sag dann an dieser Stelle tschüss. Ja, tschüss Viktor, tschüss Michael, tschüss Zuschauer. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid nicht enttäuscht, dass wir noch nicht so viel in diesem 10. Kapitel gelesen haben, aber ich denke, dass jedes Wort, was ich heute gesagt habe, seinen Bestand, sein Bestehensrecht hat im Zuge der Lesung heute. Und dass man hier und da einmal ein wenig abschweifen muss, weil man darf ja auch nicht vergessen, zu diesen Videos kommen immer wieder neue Zuschauer hinzu, die manchmal noch niemals ein Video von mir gesehen haben und die nicht mit der ganzen Lehre bereits vertraut sind, wie viele treue Zuschauer das natürlich inzwischen schon sind. Und gerade für solche neuen Zuschauer habe ich eben mal diesen Ausflug gemacht und ich glaube, dass es selbst unter meinen trauen Zuschauern oder treuen Zuschauern einige gibt, die von der charismatischen Bewegung so vielleicht noch nicht gehört hatten oder sich so da noch nicht mit beschäftigt hatten oder so noch nicht verstanden hatten, wie verkehrt diese charismatische Bewegung ist im Vergleich zu der charismatischen Bewegung, wenn ich es mal so nennen darf, die durch das Überkommen des Heiligen Geistes auf die Apostel in Apostelgeschichte 2 kam, wo Michael uns da vorhin die ersten 12 Verse von vorgelesen hat. Wofür ich ihm sehr dankbar bin, dass wir es endlich mal geschafft haben, auch einen Teil der Bibel zu integrieren in diese Lesung des Buches, dieses säkularen Buches hinter den Diktatoren, dass wir noch mehr es geschafft haben, deswegen finde ich diese Sendung von heute eigentlich so toll, dass wir es geschafft haben, einen wirklichen Bezug zur Bibel hinzulegen. Und das ist mir, wie ihr wisst, sehr wichtig. Das liegt mir unglaublich am Herzen, dass wir begreifen, dass die Bibel und die Bibel alleine, das einzige bewahre Wort Gottes, unsere Autorität für unser Gewissen ist, unsere Autorität für alles das ist, was wir denken, was wir sagen, was wir tun in dieser Welt. Alles müssen wir messen an der Bibel und dafür müssen wir die Bibel kennen, dafür müssen wir die Bibel lesen. Und je korrupter die Bibel ist, die wir lesen, desto weniger unser Verständnis. Und je korrekter die Bibel, die wir lesen, desto besser unser Verständnis. Und deswegen kann ich nur mich den Worten von Michael anschließen, sich entweder im Englischen, wenn man das Englischen mächtig ist, eine 1611 King James Bible zu besorgen oder im Deutschen die Schlachter. Und selbst wenn ihr Englisch könnt und ihr lest die Schlachter, dann legt die König James daneben und ihr werdet hier und da Diskrepanzen feststellen, obwohl die Schlachterbibel Textus, Receptus und masoretischer Text basiert übersetzt ist, dass da doch einige, ich sag nicht Fehler, aber doch Diskrepanzen in der Übersetzung deutlich werden, wenn man das mal liest. Und damit möchte ich es abschließen für heute und möchte euch ganz herzlich und lieb fragen, aber auch energisch auffordern zugleich, um eure Bibel in die Hand zu nehmen und die Bibel zu lesen und zu lernen, was darin steht, dass ihr vorbereitet seid, dass ihr die Prophezeiungen aus der Bibel so versteht, dass wenn ihr aus der Geschichte heute 2018 zurückschaut, ganz deutlich sehen könnt, welche Prophezeiungen sich wie damals bis heute erfüllt haben. Lest eure Bibel. Maranatha.